Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Forstmod, natürlich zusammen mit Markus. Servus. Ja, und zum Glück nicht mit Eiswasser. Wir haben in der letzten, irgendwann mal in der letzten Aufnahmesession haben wir auch so gefragt, wieso das halt sozusagen, es macht jetzt eigentlich keiner, oder wir haben geredet, warum bei uns die Aufrufe eigentlich noch so passen auf das Forstmod und haben auch so in die Community gefragt, mal wieso. Ich weiß nicht, ob da bei dir auch was zurückgekommen ist, bei mir ist da relativ viel zurückgekommen von der Community. Ich lese auch generell immer mehr, die Leute stehen, und das war früher anders, also ich habe ja komplett anders angefangen und bin eigentlich mehr oder weniger, also ich wollte beim Start vom Trevor's Let's Play ja langsam realistischer werden und dadurch, dass du mir dann ziemlich viel gezeigt hast, bin ich das ja auch nach und nach. Also als ich mit Carvon gespielt habe, war das ja auch teilweise noch irgendwas. Ganz am Anfang, sicher, bei der da Carvon hatten wir so den kleinsten und dann den Frontmäher oder so. Ja, auf dem kleinsten Traktor, was ich gehabt habe, so ungefähr. Ja, aber dadurch hat sich halt irgendwann geändert und ich muss sagen, LS ist ein schönes Spiel, aber wenn man das, also ich habe es ja früher eigentlich auch nicht so richtig so, weißt du, Same, Kondor passt eh und so. Und mittlerweile muss ich sagen, hätte ich das Spiel so weitergespielt, würde ich es jetzt nicht spielen, weil das ist ein halbes Jahr lustig, wenn es hochkommt und dann ist vorbei, aber auch komplett. Das würde ich auch so sehen. Und ich glaube, es macht auch viel, auch zum Zusehen. Das kann ich schwer jetzt sagen. Also ich finde es mittlerweile hässlich, wenn ich Leute sehe, die, was weiß ich, so einen Weg, der um ein Feld herumgeht. Ach, wenn man da dreimal lang fährt, kann man besser auch beim dritten Mal übers Feld abkürzen, weil es ja dann so langsam langweilig wird. Nee, das ist irgendwie so. Ja, es ist, weiß nicht. Und auch sonst in Forstmod haben viele einfach so, Scheißding und viel zu frickelig, unnötig so. Und Maus mit Maus, ja, Maussteuerung ist halt wirklich Arsch. Ich mag's nicht. Viele sagen, es ist möglich, aber. Ja, ich hab's ja ganz am Anfang auch probiert. Also, ich glaube nicht, dass es komplett scheiße ist, aber die meisten lassen sich halt einfach nicht genug drauf ein, weil ich muss auch sagen, ich habe am Anfang auch nicht so richtig Bock gehabt, da ewig mit dem Greifer rumzutun, weil ich nach den ersten 2-3 Minuten gemerkt habe, so ganz liegt dir das nicht, das müsstest du üben. Und dann habe ich es halt erstmal sein lassen mit den Üben und habe eigentlich immer alle anderen Arbeiten gemacht. Bis Part 30, 40 hatten wir davon ja eh genug zu tun. Ja, und wir haben halt dann ausprobiert auch. Nein, jetzt ist er schon wieder so ein Stamm. Wir haben auch dann gemacht, keine Ahnung. Erst einmal gesagt, ja, 20 Parts oder sowas. Und dann wäre es halt, hättest du es wahrscheinlich eh nie machen. Jetzt gehen wir eigentlich auf die 100 zu. Wenn man gehen das wir nicht schon so drüber? Nee. Wir sind so bei 75, 80 in dem Bereich. Ach so. Ich glaube, wir sind schon drüber. Na, 100, da müssen wir dann ja mal. Da machen wir mal ausnahmsweise keinen Forst, sondern Landwirtschaft. Das wäre doch mal voll abwechslungsreich im LS. Forstmod Let's Play überhaupt, ja. Wenn ich mir so überlege, was ich ein bisschen schade finde, dass diese einige von den ganz geilen Sachen, wo man sich lange drauf gefreut haben, jetzt so kurz vorm Release von LS 15 kommen. Weil ganz ehrlich, Tour was mit Forst wäre auch nochmal geil geworden. Und im Endeffekt kann man jetzt schon fast sagen, das wird wahrscheinlich nichts mehr, weil in ziemlich genau das, 2 Monaten was ich ist es durch. Schade finde ich einfach, dass jetzt Modder, die ihre teilweise vorm Forst, halt die haben ja gewusst, dass der Forstmod irgendwann wieder kommen. Ja. Die haben alle auch, oder viele, ihre Forstmods, ja, ich meine zumindest 3D-Modelle und Skins und so weiter, fertig. Und jetzt hätten sie sozusagen finalisieren müssen und ingamen. Ja. Und die ganzen Leute machen jetzt nicht weiter. Weil sagen, sie halt nein, denken, okay, LS15 ja, kommt, LS15 geil. LS15 kommt, ja. Und das finde ich halt auch, ich hätte auch geglaubt, dass bei, wenn der Forstmod kommt, viel mehr Mods rauskommen. Für Forstdinge. Ja, es war irgendwie schon fast ein bisschen zu spät, habe ich so das Gefühl. Ja, es ist ja fast. Es war wahrscheinlich so auf den letzten Drücker, okay, Forst wird angekündigt. Wenn wir noch releasen, dann jetzt. So ungefähr, ja. Kann ich mir das vorstellen. Ist, ich muss ehrlich sagen, es ist ja nichts Sinnvolles jetzt rauskommen, oder? Hast du irgendwas. Ja, es, also. Gutes es gesehen. Gab jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, am Wochenende wurden nochmal von BM Modding Bilder gepostet, von dem ja, neuen. Anhänger oder so. Ja, genau, für den Anhänger, der dann die Stämme richtig transportieren kann und so. Ja. Das ist so ein großer schwarzer, halt doppelt so lang ungefähr wie der rote. Ja, mit 6, müsste mehr. Müsste ich glaube, das war sein. Doppelte. Waren das nicht 6 Rungen? Nee, ich glaube 4. Also doppelte Länge. Und darf ich dich wieder quälen? Ach. Ah, warte. Du alter Quäler. Was? Da schaut's gut aus. Ah, ja, ist gegangen, perfekt. Ein bisschen in die Dauer, du hast gerade abgestellt, oder? Ja. Ich wollte mir jetzt eh ein bisschen zerschneiden. Ja, es wird noch nicht so viel sein, ich hab's ja, aber auf meiner Hälfte. Ach so.
weil ich jetzt auch langsam mal teilweise an die Grenzen komme. Die, alles, was so rumflog, habe ich erstmal in der näheren Umgebung eingesammelt. Später müssen wir halt nochmal mit, vielleicht sogar mit einem Emslanter hinten auf unser Forstgebiet. Ja, dass wir die Stümpfe oder sowas wegholen. Oder Ja. wir laden es, oder wir fahren nachher, weiß nicht. Wüsste nicht sonst, wie wir die Stümpfe wegbringen, sonst am sinnvollsten. Aber was ich zum Beispiel auch sagen muss, was ich extrem schade finde, weil das war eigentlich eine Zeit lang wirklich das, was ich in LS noch am liebsten gemacht habe, nämlich Modmaps angucken. Und man merkt wirklich, dass die Leute, glaube ich, anfangen aufzuschieben auf den LS15, Ja, weil auf jeden Fall. in der Map stecken einfach Monate Arbeit. Und dann, ich sag mal, selbst wenn die Map jetzt noch rauskommt, ich sag mal, bis Ende September kann man da vielleicht noch was rausbringen, aber im Oktober dann noch was rausbringen, wo Monate Arbeit drin stecken. Und dann, ja, ist im Endeffekt spielt das Spiel so lange dann. Ah, Na, nicht und es mehr die ist ein, meisten. man sieht ja, ich glaube auch, dass jetzt weniger Leute schon LS spielen. Ja, also ich glaube, dass es, obwohl jetzt so ab Sommer, ich glaube im Frühling war es am wenigsten, schätze ich mal, weil dann ist LS 1,5 Jahre alt gewesen und dann so, wenn man dann, wenn die dann die ganzen Gerüchte zum LS15 kommen, ich glaube, dann packt man mal eher wieder den LS13 an und Da denkt schaut mal so, rein, ja. ja. Was da wird, halt war schon, was vorhanden war beim LS13 und was jetzt Genau, dass man sich doch vielleicht das neu Spiel ist. nochmal schnappt und überlegt, hey, kaufe ich den nächsten Teil, hat das damals Spaß gemacht und so. Das ist auf jeden Fall so. Aber man merkt auch schon, dass die Leute, also ich habe ja mehrere Videos von der Gamescom gemacht zum LS15 und da merke ich auch bei den letzten Videos, das Guten. erste kam noch am besten an und danach merkst du schon, dass die Leute mal weniger schauen. Guten vor dir. Danke sehr. Ich sehe das ja nicht, wenn ich gebückt arbeite. Jojo, ich wollte es nur. Geht nur auf dem Kreuz, weißt du? Auf dem Kreuz. Jojo, auf dem Kreuz drauf. Boah, ich kann so nicht reden. Nö. Na. Ich hab da quäl ich meine Stimme zu Das war sehr. letztens richtig lustig. Ich hatte ja ein bisschen Kontakt mit TuneWar und dann war ich bei TuneWar auf dem TS und der ist ja Schweizer, der hat ja auch so ein bisschen Akzent. Und dann war irgendwie ein Kollege von ihm da, der auch irgendwo so in Norddeutschland herkommt. Und dann habe ich irgendwie 20 Minuten lang hier so einen typischen, was ich auch immer mit Arctic mache, weißt du? Ja, okay. Das mit Arktik finde ich nicht lustig. Ja, weil wir beides einfach nur Guten. können. Ja? Einmal wieder schneiden. Ach, du bist mir einer. Holst immer Ich die habe mitten falsche Stimme. reingegriffen jetzt und dann passt das. Dann hat das schön funktioniert. Gleich drei Stämme und Ja, muss kennst ja mich schneller ja eh gescheit arbeiten. verladen. Gescheit verladen. Muss Ich ja glaube, eh wir haben schneller unten noch arbeiten. einen MP-Trag stehen jetzt, oder? Ja, zum Abladen. Oder haben wir dann letztes Mal nachher bei Zumindest der Reihenfolge. hatten wir beim letzten Mal am Ende einen Absturz? Ich glaube nicht, ne? Nein, 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 weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, den haben wir davor gehabt. Und dann war er nicht mehr da, wo du das wieder richten hast, müssen wir das Safe Game ja hin war. Ich glaube, dann haben wir ihn aber nochmal wieder gekauft. Weil ich bringe jetzt noch, weiß nicht, keine Ahnung, so 5 bis 10 Stämme rauf. Ja, du kannst dich dann auch bald wieder hier hinstellen, weil hier habe ich jetzt bald das Problem, dass ich erstmal nur noch die großen Stämme habe. Ja, du kannst. Wenn du wie. So, du Weil die kommst dann Spitzen nicht. sortieren ist da gerade schwer, weil die so überall dazwischen liegen. Kann ich Ja, nicht ich weiß richtig schon. greifen. Ja, dann leg du mal so einen Haufen mit großen Stämmen hin, weil dann sind sie, wenn sie halbwegs gleich liegen, sind sie ja urschnell verladen. Wir können es auch zu zweit nachher laden, von mir aus. Gleich auf dem Anhänger. Ja, das ist aber dann wieder von der Position her ein bisschen schwierig. Ich leg's dir jetzt erstmal so hier hin, wie es geht. Nein, der rutscht runter. Das ist nicht schieben gegangen. Ich glaube, das geht sich Ja, aus. aber auf jeden Fall, das finde ich echt schade, weil eine Zeit lang, gerade so als, ich hatte auch mal so eine Phase, das war eigentlich, ist jetzt schon über ein Jahr her, da hatte ich wirklich auch mal 2, 3 Wochen oder sogar etwas länger keinen Bock auf LS, da hatte ich aber das Glück, dass ich innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, 80 Parts für meinen ersten Let's Play aufgenommen habe, einfach weil es da so viel Bock gemacht hat. Und dann war ich halt mal bei meiner 200. Folge, am Tag, wo ich die aufgenommen habe, kam, glaube ich, Folge 120 raus oder so. Da war ich halt, sage ich mal, durch. Da hatte ich 2 Monate Zeit, mir das zu überlegen. Davon hatte ich aber die ersten 3 Wochen wenig Bock auf LS. Und dann, seitdem mache ich eigentlich wirklich sehr gerne so Besichtigungen einfach von Modmaps. Weil da sieht man immer so viele neue Ideen, die man so noch nie vorher im LS gesehen hat. Und bei jeder Modmap, zumindest bei den guten, die jetzt auch nicht unbedingt, okay, wenn du was vom selben Macher hast, siehst du schon irgendwo immer die Parallelen. Aber insgesamt ist es einfach cool, weil LS sieht dann immer komplett anders aus. Gut, ich glaube, wir fahren, oder? Ja. Warte mal. Oder na, was? Das könnte sich. Nein, nicht rausrutschen. Komplett. Na.
Ah, vielleicht kriege ich noch einen drauf oder zwei. Zumindest den einen, den ich da gerade runtergerutscht ist. Den kriege ich auf jeden Fall drauf. Ob ich noch einen drauf bekomme, weiß ich jetzt nicht. Willst du entladen? Kann ich machen, ja. Mach du das hier mal so, wie du dir das haben willst. Weil da vorne Passt, dann liegen fahr auch noch ein runter. bisschen was rum, da müsst du vorher noch ein bisschen was richten. So, dann überlege ich mir jetzt gerade, ob ich nicht da jetzt hervor, ne? Soll ich wieder reinkommen nachher, oder? Ja, du musst es wissen, wie du am besten hinkommst. Und ich soll mir dort jetzt sozusagen welche hinlegen, mal ein bisschen, oder wie? Ja, beziehungsweise, ja, doch. Halt ein bisschen sortieren, dass du gleich vernünftig arbeiten kannst. Das Problem ist, wir können da jetzt vorne wahrscheinlich gleich gar nicht reinfahren, weil das sind noch ein paar Stämme vom, was uns auseinandergehaut hat. Okay. Halt rückwärts mit dem Hänger reinschieben, wird ein bisschen problematisch werden. Könnte So, passieren. ich fange jetzt mal an zu shoppen. Ach, was auch rauskam, die Tage. Boah, wie hieß das Ding? Ein richtig cooler Volvo-Radlader mit der Zange vom Force-Mod, die auch Das habe funktionieren ich soll. gehört, ja. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen gehabt. Der ist noch Also, am Modelltexturen sieht Freitag. geil aus. Am Freitag ist der, glaube ich, rausgekommen. Ja. Hab mir irgendwer in die Beschreibung geschrieben, aber ich habe keinen Link gehabt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den schon mal als Privatmod hatte. Auf der MIGMAP hatte den irgendein Abonnent von einem Kollegen gekriegt. Der sah auf jeden Fall 1 zu 1 genauso aus. Und ja, jetzt ist er halt. Der sah auf jeden Fall wirklich. Der war auch dafür ausbalanciert, Bäume zu transportieren und so weiter. Also, es könnte was sein, was man mal ausprobieren kann. Ja, vielleicht am Schluss, dass wir verladen alles noch. Dann machen wir sich, weiß nicht, eine Anhängerkette oder so irgendwas. Halt so extrem. Man kann ja die roten Anhänger, glaube ich, kann man hinten noch mal einen anhängen. Müsste man gucken. Kannst ja Oh, mal. Ich das wäre lauf gleich mal cool, hin. wenn wir, weiß nicht, wenn wir jetzt, weiß nicht, zweimal, so, weiß nicht, 20 mal hintereinander so anhängen. Ich hatte mal Wäre zwar 20 extrem. Drehschemel aneinander gehangen. Das sind ja keine, ja, das sind eh keine Drehschemel. Ja. Wir könnten mal was Extremes machen oder so. Wenn wir erst bei Part 70 sind, dann könnte es sich sogar ausgehen, Ja, dass jetzt wir sind bis wir Part bald bei 100. 80. Wenn die Aufnahme hier durch sind, sind wir bei 80. Okay. Ja, mal schauen, wie lange wir noch brauchen, bis wir da fertig sind mit dem hier. Ne, wir haben Pech. Hat hinten keine Anhängerkupplung. Ja, mod muss ich eine drauf, oder? Wenn du das kannst, ich nicht. Ich kann es ja. Ja, Bin du zu bist ja auch schwer. der King. Sollte Checker von möglich. Mekka. Sollte möglich sein. Das wäre schon cool, oder? Und dann so einen ganzen Anhänger und dann immer weiterfahren, beladen, beladen, beladen. Und dann um Sägewerk oder sowas. Eigentlich würde Auf ich die auch einmal. gerne beim Sägewerk nochmal stapeln, aber dann weiß ich, irgendwie will ich die auch so langsam mal wieder ins Sägewerk reintun. Aber viele haben auch, sage ich mal, diese Force-Mod-Geschichte auch anders angegangen. Wir sind die wirklich so angegangen, wir machen es ordentlich und sammeln erstmal und so weiter. Und viele haben mir wirklich einen Baum gefällt und zum Sägewerk. Ja, ein Jetzt, Anhänger voll gemacht, Sägewerk. Haben wir zwar am Anfang auch gemacht, aber. ja, noch nicht mal einen Anhänger voll gemacht. Ich kenne auch Leute, die drei Stämme, also so viel, wie sie gerade so in einem Part Greifer aufladen bekommen. konnten, ja. Ein Greifer voll und dann dahin und dann Und auch nicht aufs Abmarsch. Band gelegt, sondern daneben. Ja, weil der zieht sich sehr nachher mit der Zeit Und rein. kaum jemand benutzt die Krankamera. Das Und stimmt, ohne, die. muss ich echt sagen, geht's nicht, finde ich. Du hast auch zuerst geglaubt am Anfang, die Ja, die Krankenkamera. Außenkamera dachte ich mir auch erst wäre übersichtlich, aber du schätzt einfach die Entfernung falsch ein, finde ich. Ja. Und ein Zuseher hat mir auch schon gesagt, ich soll die Krankenkamera bei mir, wenn ich den Anhänger belad, ganz rausstellen. Das muss ich hier mal ausprobieren. Weil ich dann von oben, dann brauche ich dich nicht zum Abschätzen, wie halt wo der Anhänger voll ist. Ist generell gar nicht so schlecht. Ich Angeblich. habe das gerade mal ausprobiert. Weil ich habe es jetzt zwar ganz unten, also das ist schon Standardeinstellung, das gehört nicht ganz unten, aber auch nicht relativ weit oben. Sind die Ah, nicht so ich schlecht? habe meine gerade ziemlich hoch. Ist ein bisschen ungewohnt, merke ich schon, aber ich glaube, das ist noch übersichtlicher. Glaubst? Ich Jo. glaube, man sieht den Boden nicht so, wenn man greift. Halt, wenn man in die, so Richtung Boden greifen muss, dass man dann den Abstand nicht mehr so erkennt, weil das habe ich ja gehabt damals beim, das Problem beim Häckslern. Weil da habe ich es ja auch ganz oben gehabt und da habe ich den Bodenabstand teilweise nicht. Das ist Gewohnheitssache, glaube ich, wieder nur. Man braucht, weiß nicht, seine zwei Parts und dann hat man es wieder. Ja. So. Na, will er nicht greifen. Es wäre so cool, wenn der Greifer nach ihm LS15 Gewicht bekommt.
dass er nicht so extrem herumschwingt teilweise. Ja, oder dass man einfach auch mit der Masse irgendwie mal so einen Baumstamm so vorklopfen kann, wenn die im Ja. Haufen liegen. Das funktioniert hier auch, aber nicht so gut. So, und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part dann weiter und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, Leute. Ciao.